Das Thema heute, wir werden in der kommenden Parasha, wenn wir lesen Parashat Naso, wenn wir lesen über den Kohanim-Segenspruch, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, der Kohanim-Segenspruch. Viele Leute verdienen viel Geld. Er verdient viel Geld, aber am Ende des Monats, ich weiß nicht, irgendwie, als ob ich Löcher in den Händen habe. Das Geld kommt und geht. Oder er hat super gute Eigenschaften und alles ist perfekt. Gute Familie, schaut gut aus, was noch? Alles, Yirat Shamayim, alles, aber findet seine zweite Hälfte nicht. Jedes Mal geht, bumm, irgendwas kommt dazwischen. Und so weiter. Du siehst Leute, die sollten eigentlich das Beste vom Besten bekommen, aber irgendwie eine Blockade blockiert und es kommt nicht. Was fehlt da? Es fehlt meistens, und das Wichtigste auch ist, die Bracha, der Segen. Die Bracha, der Segen, man sagt auf Bukharisch, es gibt Melacha und Beracha. Melacha ist eine Sache, Melacha, Tätigkeiten, Arbeit, ist eine Sache. Aber Beracha ist was anderes. Viele von uns kennen Leute, die arbeiten von früh bis abend, die besten Jobs. Aber Tachles, am Ende kommt nichts. Andererseits, du siehst Leute, die von da, dort, hin, überall, alles, was sie anfasst, wird Gold. Weißt du, das ist Bracha, der Segen. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er die Menschheit, hat er die Welt immer gesegnet. Am Anfang zu Adam Arishon. Adam und Chava gesegnet. Dann hat er Noach gesegnet. Er hat die Fische gesegnet und so weiter. Gott hat gesegnet. Das Ganze ist gewesen, dass Gott gesegnet hat bis zu Avraham Avinu. Bei Avraham Avinu sagt Gott zu Avraham Avinu, Veheye Bracha. Du sollst der Segen sein. Das heißt, du sollst jetzt die Segen, die sind jetzt in deiner Hand und du kannst jetzt diesen Schlüssel der Segen kannst du weitergeben, wenn du willst. Avraham Avinu, er hat bekommen den Schlüssel des Segen. Er gab zwei Söhne, Yitzhak und Ishmael. Aber er hat es niemandem gegeben. Warum? Er wird böse. Er hat es bei sich gelassen und niemandem weitergegeben. Dann Gott sagt zu Avraham Avinu, Ki be Yitzhak ikarele chazara. Von Yitzhak kommt dein Samen. Und deswegen hat Gott nachher Yitzhak selbst gesegnet und ihm auch den Segen übergeben. Er sagt, so jetzt, das war bis jetzt bei Abraham, jetzt Yitzhak, du bist der Nächste, der Segen ist jetzt in deiner Hand. Dann Yitzhak hat den Segen in seiner Hand. Er wollte, wem wollte er Segen am Anfang, wisst ihr noch? Esav. Er wollte Esav segnen. Er sagt, Esav, komm, mach mir bitte zwei gute Matamim, ein bisschen was zum Essen, damit ich dich segne. Ja, Esav ist rausgegangen, Jakob ist drin reinkommen und Jakob hat den Segen bekommen. Jakob gesegnet. Jetzt hat Jakob den Segen in der Hand. Jakob, er hat vor seinem Tod alle 12 Stämme gesegnet. Er berechet Kolbanav. Ich kebirchato berechotam. Jedem laut seinem Segen hat er verteilt. Aber Josef, dem Josef hat er gegeben etwas Zusätzliches. Bayaslo ketonet pasim, in der Torah steht geschrieben. Ketonet pasim, ein Kleidungsstück mit zwei zusätzlichen Streifen. Nun, deswegen, wegen den zwei Streifen, werden die großen 12 Stämme jetzt eifersüchtig und ihm umbringen wollen. Sondern dahinter steht noch etwas anderes. Sagen unsere Weisen, Shem Kadosh, er hat Josef den heiligen Namen von Birkat Kohanim hat er Josef gegeben und damit eigentlich den ganzen Segen, den zusätzlichen Segen, den besten Segen, den es gibt, hat er gegeben Josef HaTzadik. Josef HaTzadik, weil er damals noch nicht verheiratet war, konnte er den Segen nicht weitergeben. Ist vorbei. Deswegen hat Gott etwas später den Segen Aharon und seinen Söhnen weitergegeben.
Als Gott zu Moshe Rabbeinu kommt und sagt ihm, Moshe, erlöse das Volk Israel, bring sie raus aus Ägypten. Was sagt Moshe Rabbeinu? Nein, vielleicht nicht. Es gibt meinen Bruder Aaron, er ist älter wie ich. Und er soll, unangenehm, er wird vielleicht böse, er wird traurig sein. Und da Gott sagt, Gott hat versucht ihn 7 Tage lang zu überreden. 7 Tage lang, Gott sagt ihm, geh, nein, ich will nicht. Der Talmud sagt uns, Brachot, Seite 34. 3 Sachen, wenn man es wenig davon ist gut, viel davon ist schlecht. Ve'eluhem, Seor, Hefe, die man gibt in den Teig. Wenig gibst du, es ist gut. Du gibst viel Hefe, alles wird sauer, schmeißt weg. Melach, Salz. Wenig ist gut. Zu viel davon ist schlecht. Und die 3. Sache ist Sarvanut. Dieses Nein, nein, ich will nicht, ja, ist das, was man ablehnt. Die Ablehnung, wenig, wenn man davon macht, ist gut. Zu viel davon ist schlecht. Zum Beispiel, du bist irgendwo in der Synagoge, man sagt, Bechavot, Minyan, Bechavot, Chazan. Nein, nein, nein. Einmal sagt man dir, der Halacha sagt, einmal sagt man dir, du musst sagen nein. Das 2. Mal schon, du musst so tun, als ob du schon aufstehst. Beim 3. Mal steh sofort auf. Wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, dann. Ja. Gott sagt ihm zu Moshe Rabbeinu: Hine Aaron achicha halevi yotze likratecha ver'acha besamach belibo. Aaron, dein Bruder, der Levi, er kommt dir gegenüber und er wird fröhlich sein. Keine Angst, er wird nicht traurig sein. Das heißt, Gott gibt Moshe einen Hinweis: Du solltest eigentlich der Kohen Gadol sein. Der große Priester solltest du sein. Den Segen, den Schlüssel des Segens solltest du bekommen. Aber weil du da zu viel Nosnussi gemacht hast, ja, zu viel Nein, Nee, Nö, Nie, aha, das, so, Aaron Achich. Aaron, er wird sein, der große Priester. Deswegen, warum steht Levi? Eigentlich, Aaron sollte der Levi bleiben. Und du, Moshe, solltest sein, der Kohen, aber weil du zu viel Nein gesagt hast, deswegen, er wird der Kohen sein. Und seitdem, Beracha besamach belibo, seitdem hat Gott Aaron gegeben, den Segen von Birkat Kohanim, den wir haben. Aaron und all seine Nachkommen, das ist der Segen, dass sie uns segnen, das ist der Gottessegen. Das heißt, sehr oft, auch wenn man hat im Himmel entschieden, du musst etwas bekommen, auf dem Weg, dieser Schäfer, das Gute, das jetzt zu dir kommen muss, auf dem Weg gibt es manchmal auch so wie hier, es gibt manchmal Zollbeamte, die, was hast du da drinnen? Nein, nein, das ist, aber ich habe das gekauft, das gehört mir. Man kann es dir wegnehmen. Auch da, auch du Geld, wenn du Geld verdient hast, kann manchmal Midat HaDin, die Engel manchmal, nein, du bist nicht gut genug, nein, nein, gib her. Man kann es dir wegnehmen. Wenn der Segen fehlt, wenn die Bracha fehlt. Mit den Birkat Kohanim, die Birkat Kohanim, das ist eigentlich, also man umgeht alle Engel und der Segen kommt direkt zu dir. In dieser Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem v'ishmerecha, Yair Hashem pana v'lecha v'chuneka, Isa Hashem pana v'lecha v'asem lecha shalom. Habt ihr mitgezählt, wie viele Wörter es gibt? Insgesamt 15 Wörter. 15 Wörter, das entspricht die 15 Jahre, die Abraham, Yitzhak und Jakob, alle 3 Väter, gemeinsam gelebt haben. Sie haben nur insgesamt alle 3 Väter gemeinsam gelebt und gemeinsam gelernt, 15 Jahre. Und diese 15 Jahre, wo sie zusammen waren und zusammen gelebt haben und gelernt haben, das hat den großen Segen auch gebracht auf die Welt. Es hat auch 60 Buchstaben. 60 Buchstaben, es gibt ein Pasuk, Hine mitato sheli Shlomo, shishim giborim savivla. Das sagen wir in Kriyat Shema in der Nacht, wenn wir schlafen gehen. Hine mitato sheli Shlomo, das Bett von Shlomo, das
umzingelt ist von 60 starke Männer, also starke, das sind Engel, die ihn beschützen. Das heißt, diese Nummer 60, das sind 60 Engel eigentlich, die Schlomo beschützt haben und die auch uns beschützen. 60. Es gibt insgesamt, wie viele Seelen gibt es von Am Israel? Wisst ihr das, oder? 600.000. 600.000 volle Seelen von Am Israel gibt es. Und im Himmel gibt es 60 Fürste, wo jeder Fürst über 10.000 von Am Israel auf sie aufpasst. In diesen 15 Wörtern, aufgepasst, das ist stark, in diesen 15 Wörtern und 60 Buchstaben ist drinnen verborgen jede Bitte, jede Sache, alles, was der Mensch braucht und will, ist verborgen in diesen 60 Buchstaben, in diesen 15 Wörtern von Birkat Kohanim. Deswegen, du willst gelingen in irgendeiner Sache. Du willst jemanden segnen in irgendeiner Sache. Du willst irgendeinen Segen bekommen. Leute versuchen heute, um einen Segen zu bekommen, wo fährt man nicht hin? Man fährt in verschiedene große Grabstätten von großen Tzaddikim, um dort zu beten. Wiederum, ich sage, damit niemand was falsch versteht, wir beten nicht den Toten an, wir beten Hashem, aber wegen der Heiligkeit von den Tzaddikim, dass sie uns helfen. Man geht zu großen Rabbinen und bittet Bracha, segnen. Man ist bereit, auch manchmal viel Geld auszugeben, um einen guten Segen zu bekommen. Jemand hat mir gesagt, es gibt solche Armband, chinesische Armband, mit irgendwelchen Kritzekratzen dort. Und angeblich, es bringt gute Energie, wenn jemand das hat. Ich weiß nicht, das ist manchmal Avodah Zarah, muss man aufpassen mit diesen Sachen. Das heißt, um einen Segen zu bekommen, man ist bereit, viel zu tun. Aber da, ohne viel Geld auszugeben und ohne viel zu tun, sagt Gott, es gibt hier den Segen. Der Kohen segnet, aber das ist der Segen, den ich dich segne. Halacha sagt, der Kohen, er muss laut segnen. Chayav levarech bekol ram. Bekol ram, sagt der Midrash, bekolo shel ram. Mit einer hohen Stimme, der Midrash sagt, mit der Stimme des Hohen. Das heißt, eigentlich, du hörst die Stimme vom Kohen, aber nicht er segnet dich, sondern der Segen kommt vom Kohen. Bekoloshel Ram. Das heißt, Gott spricht von dem Hals des Kohens, spricht diese 15 Wörter aus. Deswegen, ein Kohen ist es verboten, kein Wort dazu zu fügen oder zu verringern. Genau die 15 Wörter, genau diese 60 Buchstaben. Eigentlich, wenn du jemanden segnen willst, er kommt zu dir, Quadrat, Parnassa. Parnassa, nur diesen einen Satz. Sivug, den einen Satz. Was noch? Kinder, den einen Satz. Egal was du willst, jede Sache, mit diesem Segen ist alles inkludiert. Hier drinnen in diesen 15 Wörtern und 60 Buchstaben ist alles inkludiert. Man geht zu Tzaddikim. Kein Tzaddik auf der ganzen Welt, der Segen von ihm, kann nahe kommen zu dem Segen von dem Kohen. Egal welcher Tzaddik das ist. Kommt nicht nahe zu dem Segen von dem Kohen. Und das Wichtige ist, das Schönste an dem ist, dieser Segen ist ohne irgendwelche Wenn und Aber. Normalerweise gibt es Bedingungen. Die Tora schreibt uns, im Bechukotai Telechu, wenn ihr meinen Wege gehen werdet, dann wird es gut sein. Wenn ihr meinen Wege nicht gehen werdet, sagt, ohne Bedingungen. Der Kohen hat gesprochen, der Kohen hat den Segen gesprochen. Du hast es gehört, du bekommst diesen Segen ohne Bedingungen. Nicht so wie Bechukotai. Ohne Bedingungen, aber ohne Bedingungen zwischen Mensch und Gott, aber es gibt eine Bedingung zwischen Ben Adam la Chavero, bei den zwischenmenschlichen Bedingungen. Denn
Die Halacha sagt, dass wenn der Kohen jemanden hasst oder jemand hasst den Kohen, dann kann es gefährlich sein. Weil der Kohen segnet, Asher kidishanu bigdushato shel Aaron levarech et amo Israel be'ahava, dass wir mit Liebe segnen. Mit Liebe segnen. Und deswegen, wenn der Kohen mit jemandem zerstritten ist, er soll lieber nicht segnen in der Synagoge. Deswegen, der aschkenasische Brauch ist es, dass außerhalb von Eretz Israel, sie sprechen kein Birkat Kohanim. Gibt es kein Kohanim-Segelspruch. Nur bei den Feiertagen. Pesach, Shavuot, Sukkot, nur da. Sonst nicht einmal am Shabbat. Warum? Weil im Ausland, Venatati lachem lev ragaz, im Ausland, es gibt einen Fluch, dass du nicht die vollständige Freude haben kannst. Darum, der Ashkenazen, die sprechen kein Birkat Kohanim. Baruch Hashem, wir sind Sfaradim, jeden Tag hast du die Gelegenheit, diesen Segensspruch zu hören. Ohne viel zu bemühen, einfach komm in die Synagoge. In der Früh Schacharit, gibt Baruch Hashem hier in Wien, jede Uhrzeit ein Minyan. Komm Schacharit, höre dir den Segensspruch von den Kohanim, und du bist Bichala Beracha. Es gibt im Bet Yosef, er gibt einige Meinungen von Rishonim. Manche meinen, dass wenn der Kohen Single ist, nicht verheiratet ist, auch er darf nicht den Segensspruch sprechen. Denn wenn er Single ist, ist er auch ohne Freude. Und er muss fröhlich sein. Jetzt. Wenn die Kohanim segnen, sie müssen ihre Finger spreizen. So, das ist 1, 2, hier gibt es noch ein 1, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5, wie heißt das? 5 Avirim, 5 Spalten. Es gibt ein Pasuk. Mize omed achar kotlenu, mashgiach min achalonot, metzis min acharakim, Shir Hashirim. Mize omed achar kotlenu, wer ist hinter unserer Mauer? Mashgiach min achalonot, er passt auf uns auf von den Fenstern, er schaut auf uns aus den Fenstern. Und metzis min acharakim, er blickt, ja. Von dem Schlüsselloch blickt man, ja, da ist das. Er blickt aus den Schlitzen, sagt der Midrash, Mize omed achar kotlenu, das ist der Kotel Maravi, die Klagemauer. Klagemauer, es gibt ein Versprechen, dass diese Klagemauer für ewig ist, sie wird nie kaputt gehen. Obwohl so viele Kriege waren in Jerusalem und gibt es noch leider noch immer. Wird nie. Und von dort, Schina lo zaza mea kotel, Schina, also Gottes Licht, kommt nicht von dort raus. Ist immer Gottes Anwesenheit, ist immer dort. Schina lo zaza mea kotel. Metzitz min acharakim, von den Schlitzen der Klagemauer, von dort Gott blickt auf uns und schaut, passt auf uns auf. Deswegen, man darf nicht die Hände in diese Schlitze dort reingeben. Das ist ein heiliger Platz. Das ist hinter dem, das ist schon ein heiliger Platz, wo wir, Am Israel, wir dürfen dort nicht hingehen. Weil wir heute alle unrein sind, wir dürfen dort nicht hingehen. Karet, eine Sünde von Karet. Es gibt leider Gottes manche, die gehen und viele Probleme dabei auch entstehen. Obwohl das ist eigentlich, das ist von Am Israel der Platz. Dort war Beit HaMikdash. Vor 2000 und 2,5 Jahren war dort Beit HaMikdash. Und leider Gottes, wir haben gesündigt und Gott hat uns vertrieben von dort. Aber heiliger Platz. Metzitz min achalonot, Mashgiach min achalonot, Metzitz min acharakim, sagt der Midrash, von dort, von zwei Plätzen, Gott blickt auf uns. Von den Schlitzen der Klagemauer, von dort ist immer Gott und von dort blickt er immer auf uns. Und von den Schlitzen, He Charakim. He ist in der Buchstabenanzahl 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, 5.
Heicharakim, von den fünf Schlitzen, die wir, Spalten, die wir hier haben, von da, von die, die Kohanim machen, von da blickt Gott auf uns und segnet uns. Deswegen, die Kohanim, wenn sie, sie müssen ihre Hände erheben und diese Spalten machen mit den Fingern, und sie bedecken sich selbst mit den Händen, mit dem Talit, damit niemand das sieht. Man darf nicht darauf schauen, auf die Hände von den Kohanim, weil zu dieser Zeit ist Gott auf ihren Händen. Man darf nicht darauf schauen. So heilig sind die Hände von den Kohanim, weil dort befindet sich jetzt Gottes Licht. Und zusätzlich auch wir, das Publikum, auch wir sind mit dem Talit bedeckt. Damit wir ja nicht hinschauen auf den heiligen Platz, von dort, von den Spalten, von dort Gott auf uns hinblickt und uns segnet. In Klammer, was ist heiliger? Die Klagemauer oder die Hände der Kohanim? Wenn wir so denken, auf die Klagemauer darfst du schauen. Auf die Hände der Kohanim nicht. Das heißt, die Hände der Kohanim zu dieser Zeit sind noch heiliger als die Klagemauer. Wenn wir nur verstehen, du musst nach der Birkat Kohanim kommen, die Hände von dem Kohen küssen. Birkat Kohanim. So mächtig ist, dieser, ist die Birkat Kohanim. Wenn jemand einen schlechten Traum gesehen hat, jemand hat einen schlechten Traum gesehen, das heißt, es deutet auf etwas Schlechtem, wir dürfen fasten sogar am Schabbat. Normalerweise alle Fasttage am Schabbat. Wir fasten nicht am Schabbat. Schabbat ist ein Feiertag. Wenn jemand einen schlechten Traum gesehen hat, du darfst sogar am Schabbat fasten. Oder zur Zeit von Birkat Kohanim, der Talmud sagt, stell dich vor den Kohanim, höre den Birkat Kohanim und dann sag, ich habe einen Traum gesehen. Ich weiß nicht, ob der Traum gut oder schlecht ist. Bitte, wegen Birkat Kohanim, soll dieser Traum zum Guten gewechselt werden. So mächtig Birkat Kohanim. Das heißt, sogar wo man am Schabbat fasten soll, auch da sagt man dir, Birkat Kohanim macht alles in Ordnung, Shtabach Shem Olad. Außerdem, Tfilat HaDerech, wir haben eine Bracha, wenn wir außerhalb der Stadt 72 Minuten rausfahren, wenn die Fahrt dauern wir ca. 72 Minuten, so müssen wir einen Segen sprechen, Tfilat HaDerech. Und in diesem Segen ist auch drinnen Birkat Kohanim. Warum Birkat Kohanim wieder? Weil das ist ein Schutz. Das beschützt dich. Dort sind alle Segen drinnen. Es müssen mindestens zehn Leute in der Synagoge anwesend sein, um diesen Kohanim-Segenspruch zu sprechen. Wenn ein Kohen nicht segnet, er sagt, ich will nicht segnen, habe keinen Bock drauf, so begeht er drei Verbote gleichzeitig. Wenn er segnet, begeht er drei Gebote. Er erfüllt drei Gebote. Das Ganze nur in der Synagoge, wenn es einen Minyan gibt und wenn ihm dabei nichts hindert. Es gibt Sachen, die den Kohen dabei hindern, Birkat Kohanim zu machen. Zum Beispiel, ein Kohen, der jemanden umgebracht hat, unabsichtlich, ist mit dem Auto gefahren, bumm, jemanden unabsichtlich getötet. Er darf nicht mehr segnen. Jedechem damim maleu, jemand, der schon jemanden getötet hat, auch wenn es unabsichtlich war, er hat Tshuva gemacht. Geht nicht. Wie lange? Sein ganzes Leben lang. Aus. Er kann keinen Kohanim Segen sprechen. Aber bleibt Kohen. Er bleibt Kohen, sehr sicher. Kohen ist ein Kohen. Ein Frauenarzt, der, wie sagt man das? Apalot? Abtreibungen macht. Wenn er Kohen ist, er darf nicht, keine Birkat, auch wenn manchmal, es ist notwendig, er muss es manchmal machen, trotzdem. Er darf nicht, keine Birkat Kohanim machen. Oder Kohen der Mumar, er sagt, er hat seinen Glauben verlassen und wollte in eine andere Religion gehen. Er bleibt für immer Kohen, bleibt immer ein Jude. Aber er kann, ein Mumar, der Schabbat nicht hält, er sagt, er haltet nicht Schabbat, in der Öffentlichkeit bricht er den Schabbat. Gibt es eine große Diskussion heutzutage, ob es wirklich ist, aber ein Mumar
Pasul. Oder ein Kohen, der eine geschiedene Frau geheiratet hat. Ein Kohen darf keine geschiedene Frau heiraten. Oder ein Kohen, der eine übergetretene Frau geheiratet hat, Gior, darf Kohen nicht heiraten. Oder wenn ein Kohen mit einer Goya zusammenlebt, er darf nicht, keine Bracha geben. Oder wenn ein Kohen, er geht in den Friedhof und er ist dort, wo die Toten, was für ihn verboten ist. Auch so ein Kohen, er darf nicht. Er darf keine Birkat Kohanim machen. Oder wenn ein Kohen über 81 Milliliter Wein getrunken hat an dem Tag, darf er nicht Birkat Kohanim machen. Deswegen werden Birkat Kohanim nur in der Früh, nur Schacharit. Zu Mittag normalerweise, damals gab es kein Coca-Cola. Was hat man getrunken? Wein. Deswegen Birkat Kohanim nur in der Früh. Oder an Fasttagen, wo man eh nichts trinkt, an Fasttagen ist es erlaubt, Birkat Kohanim auch zu Mincha zu machen. Oder Neila am Yom Kippur. Ja? Dann noch einige kleine Punkte. Die Kohanim, wenn sie aufsteigen, um den Segen zu sprechen, sie müssen ihre Schuhe ausziehen. Die Schuhe ziehen sie aus wegen der Ehre von dem Publikum. Weil sie müssen auf die Bühne aufsteigen. Und jetzt wenn die mit dem Gatsch an den Füßen, schaut nicht schön aus. Deswegen sie müssen ihre Schuhe ausziehen und so segnen. Davor müssen die Kohanim sich die Hände waschen. Mit einem Natlar, so wie in der Früh. Auch wenn sie in der Früh zu Hause die Hände gewaschen haben, müssen sie trotzdem noch einmal, was haben wir gesagt jetzt? Gott kommt auf deine Hände jetzt. Du musst dir vor die Hände waschen. Aber da, der Kohen selbst macht das nicht, sondern jemand anderer muss es ihm machen. Und wer macht das? Levim. Levim, Avi, du machst das ja ganz brav bei uns. Der Levi kommt und er schüttet das Wasser auf die Hände von dem Kohen. Wenn es keinen Levi gibt, so macht es ein Erstgeborener, ein Bechor. Wenn es niemand anderen gibt, dann jemand anderer. Dann, wichtig ist es bei dem Birkat Kohanim, man muss vor den Kohanim stehen, nicht hinter denen. Manchmal sehe ich also Leute, die haben keinen Platz und stehen hinter den Kohanim, ist nicht gut. Das heißt, du musst vor den Kohanim stehen, seitlich oder vorne. Und du musst auch, also dein Angesicht zu den Kohanim sein, nicht den Rücken zeigen den Kohanim. Manchmal es ist Brauch, dass die Kinder gehen zu ihren Vätern und die Väter legen ihre Hand auf ihren Kopf und die Kohanim segnen. Es gibt einen Brauch, es gibt einen Minhag. Obwohl der Segen ist nicht vom Vater jetzt, der Segen ist vom Kohen. Wie gesagt, das ist der Segen. Und es ist gut so, aber manchmal, wenn es viele Kinder gibt, dann machen sie so einen Kreis vor dem Vater. Und die Kohanim stehen dort, der Vater steht da und die Kinder zeigen den Rücken den Kohanim. Ist nicht gut. Man kann diesen Kreis machen, aber jeder von den Kindern muss mit dem Gesicht zu den Kohanim sein. Wiederum, wie gesagt, mit dem Talit verdeckt man den Kopf, damit man nicht schaut auf die Hände von dem Kohen. Ein wichtiger Punkt ist es, dass auch wenn man Amen antwortet, es gibt einen Chazan, der Vorbeter, er sagt, Yevarechecha, dann sagt der Kohanim Yevarechecha. Dann, Veishmerecha, Veishmerecha. Und dann, wenn er sagt Veishmerecha, dann das Publikum antwortet Amen. Man antwortet Amen erst nachdem die Kohanim fertig gesprochen haben, das Wort. Erst dann sagt man Amen. Und erst nachdem das Publikum Amen gesagt hat, erst dann darf der Vorbeter sein nächstes Wort beginnen. Manchmal, ich sehe, es gibt manchmal, man muss ein bisschen langsam das Ganze machen. Der Midrash sagt, noch einen kurzen Punkt noch. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Gott soll dich segnen und hüten, sagt der Midrash Rabbah. Yevarechecha b'mamon soll dich segnen mit Geld. V'yishmerecha min ha-mazikin und dich hüten vor den Dämonen. Was heißt segnen mit Geld und hüten vor den Dämonen? Es gibt im Talmud einen Abschnitt, Talmud Chulin, Seite 105. Eines Tages gab es Übersiedlung, ja, Leute, die übersiedelt sind.
Und diese Chicos von der Übersiedlung, sie mussten Sachen tragen von A nach B. Und sie haben einen großen Weinfass, zwei, drei Schlepper haben genommen und diesen Weinfass getragen. Es war schwer, mach mal eine kurze Pause. Haben es hingelegt auf den Boden, sie haben es hingelegt, plötzlich, bumm, alles kaputt, der ganze Wein weg. Ibi. Und jetzt, der Chef sagt, jetzt musst du bezahlen. Ma, bitte, das war unabsichtlich, das waren wir nicht, wir haben es nur hingelegt. Kurz gesagt, Streiterei, man kommt zum Rabbiner. Man kommt zum Rabbiner und Morba Ravashi, ja, was ist da? Sie erzählt, wir haben es nur hingelegt und, ich weiß schon, bring mir den Schofar. Schofar tut und er hat eingeladen den einen Dämon, der es kaputt gemacht hat. Er sagte, warum hast du das kaputt gemacht? Diesen Fass, das war nicht, dass es unabsichtlich kaputt gegangen ist. Es war dort ein Dämon, den sie nicht gesehen haben. Und er hat das kaputt gemacht. Sagt der Dämon, ich habe mich dort hingelegt. Und sie haben diesen Fass auf mein Ohr gelegt. Was ist das? Ich wollte mich ein Nickerchen machen und sie legen den Fass auf mein Ohr. Sagt er, ja, aber was machst du dort, wo Menschen sind? Dein Platz ist in der Wüste, irgendwo, wo niemand ist. Sagt er, und jetzt deswegen, weil du es kaputt gemacht hast, deswegen musst du jetzt bezahlen, den Schaden bezahlen, nicht sie. Wie viel musst du bezahlen? Wie muss ich bezahlen? X. Und du hast 30 Tage Zeit, es zu bringen. So, passt. Alle waren zufrieden. 30 Tage vergehen. Er kommt nicht. Ibi, wir haben was ausgemacht. Der Rab. Nach 30 Tagen, zwei Tage später kommt dieser Dämon in Kasso. Kommt in Kasso. Der Dämon kommt nachher mit dem Geld. Bakashak Vodara, wir das Geld. Sagt der Moment. Vielen Dank für das Geld, aber wir haben was ausgemacht. Warum hast du es nicht vorgestern gebracht, wie ich dir gesagt habe? Ich sage, Quodara, es tut mir leid, aber es gibt eine Grundregel. Wir dürfen das Geld nicht angreifen. Kein Geld, das gezählt wurde, das aufgeschichtet ist, das geordnet ist, das dürfen wir nicht angreifen, so ein Geld. Sondern, wir dürfen das nicht angreifen, sondern nur etwas, was Balagan. Und bis ich so ein Geld gefunden habe, das nicht geordnet war und nicht gezählt war, es hat lange gedauert. Deswegen, es tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin. Es gibt im Talmud Masechet Tanit, dort steht geschrieben, der Segen, Ena Baracha Shruya, Lo Bedavar Amadud, Lo Bedavar Safur, der Segen, wenn etwas gezählt wurde oder geschlichtet wurde oder geordnet wurde, dort herrscht kein Segen. Das heißt, wenn es 100 war, bleibt es 100. Es kann nicht ein Segen kommen und 120 daraus werden. Wenn es 100 war, bleibt es 100. Es gibt keinen Segen darauf. Aber wenn das Geld vermischt ist, dann kann ein Segen darauf herrschen und aus 100 kann 120 sein. Das heißt, wann herrscht der Segen? Wenn es nicht gezählt ist. Andererseits, wann können die Dämonen es angreifen? Auch wenn es nicht gezählt ist. Deswegen sagt der Midrash, Yevarechecha beMamon, Gott wird dich segnen im Geld, dass dein Geld vermischt ist und der Segen darauf herrscht. Veishmerecha, und er wird dich hüten von den Dämonen, dass sie dein Geld nicht angreifen. Das heißt, du wirst gesegnet und es wird gehütet sein. Deswegen, Gott soll uns alle segnen mit dem Segen der Kohanim, Bezer Hashem. Schaut, nutzt die Gelegenheit aus. Jeden Tag, gratis, kostet nichts. In der Synagoge, in der Früh, du kommst hin, hörst dir 2 Minuten, nicht mehr, nicht einmal 2 Minuten, 15 Wörter, ja. 15 Wörter mal 2. Aschkenasen. Ja. Ja, und, apropos Aschkenasen, viele große aschkenasische Gelehrte, die haben im Ausland absichtlich, die haben gesucht, wo gibt es einen sephardischen Minyan
um diesen Segensspruch zu hören. Arav Shvadron und viele, viele andere Kohanim, die waren selbst Kohanim, die haben selbst gesegnet noch. Die haben gesucht, wo gibt es ein Minyan, wo ich Birkat Kohanim finden kann. Darum, auch wenn man Ashkenazi ist und man in seiner Synagoge macht man keine Birkat Kohanim, trotzdem suchte irgendwo, wo kann ich diesen Birkat Kohanim hören, weil dieser Segen ist ein sehr starker Segen und Gott soll uns alle segnen mit dem Birkat Kohanim. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.